Payne kombinierte schon immer düstere Erzählungen mit intensiven Feuergefechten. In Max Payne 3 integriert Rockstar die Noir-Erzählweise in den Multiplayer. Ganz gleich, ob man in Painkiller Max selbst spielt, in Deathmatch-Duelle austrägt, Crews bildet oder in Gang Wars eine Reihe handlungsbasierter Modi spielt. Gang Wars ist das Herzstück von Max Payne 3 Multiplayer. Ereignisse der Einzelspielerkampagne dienen als Einleitung für die Matches. Der Ausgang jeder Runde bestimmt den Verlauf der Handlung. Gang allegiances were the only thing that would keep them alive. Jeder Gang War besteht aus 5 Kapiteln. Jedes Kapitel basiert auf einem von 10 verschiedenen Spieltypen. So muss deine Gang in einem Match zum Beispiel gegnerisches Gebiet einnehmen. Wenn ihr euer Gebiet halten könnt, müsst ihr in der nächsten Runde gegnerische Bomben entschärfen. Gelingt euch das rechtzeitig, seid ihr in der folgenden Runde im Vorteil. Falls nicht, stehen eure Chancen schlechter. Der Max Payne 3 Multiplayer stellt zahlreiche Features zur Verfügung, mit denen man sich einen Vorteil verschaffen kann. Wirst du zweimal von derselben Person getötet, kannst du eine Vendetta ausrufen, die die Position deines Rivalen auf der Karte enthüllt. Wenn du ihn jetzt erledigst, erhältst du zusätzliche XP. Wenn er dich ausschaltet, bekommt er den Bonus. Bursts inklusive Bullet Time verdienst du dir durch Rangaufstieg. Jeder Burst verfügt über 3 Stufen. Für jede Stufe wird mehr Adrenalin benötigt. Auf der höchsten Stufe von Waffendoppelhändler lassen deine Gegner ihre scharfen Granaten fallen. Dank Finte hält das gegnerische Team einen deiner Teamgefährten für einen Verbündeten. Schießwütig verschafft dir sofort ein verheerendes Arsenal. Spieler können sich großen öffentlichen Crews anschließen oder private gründen, die die Mitglieder individuell anpassen können. So können Rivalitäten über verschiedene Matches hinweg und sogar in anderen Rockstar-Titeln fortgeführt werden. Wenn du in einer Crew spielst, verdienst du zusätzliche XP, um weitere Waffen und Bursts freizuschalten. Du kannst auch Fäden zwischen Crews anzetteln, um Rechnungen zu begleichen. Durch handlungsbasierte Modi wie Gang Wars mit Teamstrategien, Vendettas, Crews und Bursts wie Bullet Time und dem extrem filmischen Gameplay lässt der Multiplayer von Max Payne 3 den Spieler noch tiefer in Max' düstere Geschichte eintauchen.